Olli, Dominik von How to be a Filmmaker, heute mit dem Thema: Welche Qualitäten braucht eigentlich ein Kameramann, Videographer, One-Man-Show, was auch immer? Viel Spaß dabei! Ja, dieses Thema ist natürlich sehr komplex. Wir versuchen das so extrem abgespeckt wie möglich sozusagen zu verpacken. Und zwar geht es heute darum, meine Karriere als Videographer, so in dieser One-Man-Show, ist ja noch nicht allzu lange her. Also ich habe eigentlich Tontechnik studiert und durch einen lustigen Zufall habe ich Dominik kennengelernt. Wir haben uns sozusagen so in dieser Konstellation gefunden. Aber in dieser Zeit, sag ich mal, diesen 2-3 Jahren, in der ich das jetzt mache, habe ich so die Erkenntnis für mich gezogen, dass man, also vor allem als diese One-Man-Show, ja, also ich mache ja wirklich von Dreh, von der Konzeption bis zum fertigen Produkt, mache ich ja viele Sachen auch selbst, ist mir aufgefallen, dass man nicht nur Dienstleister sein kann. Man kann aber auch genauso wenig nicht nur Künstler sein. Also das ist halt ein sehr, wie sagt man, ein sehr schneidiges Gleis, oder wie heißt das? Zweischneidiges Schwert. Zweischneidiges Schwert, genau. Ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach, man muss einen, also so wie du es ja eigentlich schon beschrieben hast, man muss einen sehr guten Mittelweg finden. Also meine Karriere dauert jetzt schon ein klein wenig länger, also gut 10 Jahre kann man sagen. Und ich habe es dort öfters mal erlebt. Ich war zum Beispiel eine ganze lange Zeit, wo ich angefangen hatte, war ich sehr in dieser Party-Szene, also Event-Clips und solche Geschichten, war ich sehr, sehr aktiv und war damals auch in Berlin einer der wenigen Freien, die das gemacht haben. Der Rest wurde immer über Agenturen gebucht und ich glaube, wir waren vielleicht gerade mal 2, die sehr, sehr viel selber von den Veranstaltern gebucht wurden. Und irgendwann kam dann mal so der Wechsel, also ich hatte dann auch selber in dem Bereich gar nicht mehr so die Lust gehabt. Und es kam einer, wo ich immer gesagt habe, wo ich die Videoaufnahmen gesehen habe, dachte, geil. Also da musste ich mich selber fragen, wie hat er das gemacht? Und dadurch hatte ich dann irgendwann auch die Kunden in dem Bereich so stückchenweise verloren, sage ich jetzt mal, was mich ja nicht gestört hat, weil ich wollte wo ganz anders hingehen. Und interessanterweise kamen dann plötzlich viele von meinen Kunden wieder zu mir. Wo ich dann irgendwann auch mal die Leute gefragt habe, sag mal, wieso denn überhaupt? Also er ist ja, muss ich ehrlich sagen, er war in dem, was er gemacht hat, teilweise sogar, fand ich, besser. Wo sie gesagt haben, ja, mag sicherlich sein, aber die Zusammenarbeit war so schwer. Ja. Und das ist nämlich, glaube ich, genau dieser Punkt, dass viele, die halt ein rein künstlerisches Ideal haben, gar nicht wie ein Dienstleister denken. Und das ist dann für viele, viele Kunden extrem schwierig, damit umzugehen, weil die Leute wollen ja wirklich nur, so wie sie sich was vorstellen, umsetzen. Ideal durchsetzen. Richtig. Genau. Und das ist dann natürlich, wenn du in deinem Dienstleistungssektor arbeitest, natürlich extrem schwer, weil dort ist es einfach wichtig, dass der Kunde ja im Endeffekt glücklich ist. Ich nenne mal dieses nette Beispiel, wenn ein Kunde zu mir sagt, er möchte den Film in rosa haben, werde ich ihm mindestens 10-mal sagen, du, rosa ist garantiert nicht gut, probier es in grün. Wenn er am Ende nach dem 10. Mal immer noch sagt, er will es in rosa haben, dann mache ich es im Endeffekt in rosa, weil es ist einfach sein Kundenwunsch. Und dagegen anzugehen ist sehr schwer. Und du hast ja so eine ähnliche Geschichte jetzt auch gerade erst erlebt. Also das ist, warum ich eigentlich oft dieses, oder warum wir eigentlich beide, das Lustige ist, wir hatten beide den gleichen Gedanken, weil wir in letzter Zeit das von Kunden wirklich so mitbekommen haben, dass die Zusammenarbeit mit uns so angenehm ist, wo wir uns selber gefragt haben, okay, was macht eigentlich unsere Konstellation so aus? Und wir haben halt selber wirklich entdeckt, dass es halt wirklich diese goldene Mitte ist. Dominik zum Beispiel, der kommt halt wirklich aus dieser, oder durch seine Erfahrung hat er halt wirklich diese kommerziellen Strukturen kennengelernt. Wie geht man mit Kunden um, wie strukturiert man Aufträge und so weiter. Ich hingegen habe halt so diese ganzen Web-Erfahrungen. Ich weiß, wie Internetvideos funktionieren. Ich habe ewige Jahre Internetvideos gemacht, habe dann hinter den Kulissen andere Leute betreut und Internetvideos gemacht. Und da ist dann halt wirklich auch, hat man von einigen Kunden immer das Gleiche gehört, dass es halt, dass gelobt wurde, dass man halt diese Eigeninitiative hat. Ne? Und da ist es halt, also da konnte ich halt für mich sozusagen diese Erkenntnis ziehen, dass wenn du nur Dienstleister bist und keine Eigeninitiative zeigst oder nicht kreativ mitdenkst, dass du längerfristig nicht mit einem Kunden rechnen kannst, weil du lieferst halt nur ab. Und dieses einfach nur abliefern ist halt sehr, wie sagt man, stumpf. Und das gleiche Problem aber auch in einer anderen Richtung, wenn du nur zu kreativ denkst und wirklich so auf dein Ideal gepocht ist, was ja im Grunde nicht schlecht ist. So. Aber wenn du halt wirklich, diese Struktur musste ich halt leider auch erst erkennen, weil ich wirklich so war. Ich war halt wirklich so, ich muss es perfekt machen. Ich habe mich so krass an anderen Filmemachern sozusagen gemessen, was eigentlich völliger, in Anführungszeichen, völliger Blödsinn ist. Natürlich ist es wichtig,
sich Inspiration zu holen, sich zu bilden durch andere Filme. Das ist ja auch so ein Competition-Ding, man lernt ja auch dadurch. Aber wenn du halt so auf dein Ideal pochst und am Ende des Projekts schon mit dem Anfang nicht mehr zufrieden bist, dann wirst du nicht fertig. Und genau deswegen muss man da diese Mitte finden. Ja, was auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr das Ganze, sag ich mal, kommerziell betreiben wollt, schaut, dass ihr aus den Klischees rauskommt. Ganz viele Fotografen, Kameraleute, was weiß ich, wir sind extrem verschrien darin, dass wir alle drogensüchtige, rauchende Säufer sind. Das kam wirklich bei einem Kunden auch schon mal irgendwie aus dem Spaß heraus, wo die völlig erstaunt waren. Wir haben einen Termin ausgemacht, um 7 Uhr morgens irgendwo drehfertig schon dastehen. Und wir standen Punkt 7 Uhr, stand ich damals mit meinem Assistent da und mein Kunde guckte mich raus und so, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, wieso denn das? Naja, die Künstler, die sind doch nicht so mit Pünktlichkeit. Und, also da muss man halt wirklich schauen, einfach in dem Sinne wirklich der Dienstleister zu sein. Also sei es pünktlich sein, sei es, keine Ahnung, das Benehmen, also nicht komplett rauchend vor dem Kunden zu stehen. Es hört sich teilweise blöd an, aber es ist, glaube ich, bei manchen Leuten gar nicht so ein Verständnis drin, dass das einfach ein gewisses Auftreten ist, was man auch, glaube ich, repräsentieren sollte. Ja, definitiv. Insbesondere, wenn man damit auch Erfolg haben möchte. Und andersrum, was ich auch dazu sagen muss, auch wenn es nachher läuft, man darf nicht zu sehr zum Beispiel nachher nur die Dollarzeichen im Auge haben. Ja, ja. Weil das ist nämlich auch ein Punkt als Dienstleister, das merkt nachher dein Kunde. Wenn dein Kunde merkt, du bist nur noch bei deinem Dienstleister, du bist nur noch eine Zahl. Also zu melden. Ja, bist du noch da, gemeldet zu werden, das merkt der Kunde. Und das sollte man absolut verhindern. Es ist vollkommen richtig, wenn der Job fertig ist, Rechnung stellen, sein Geld verlangen, alles legitim und so sollte es natürlich auch sein. Aber der Kunde darf einfach nicht das Gefühl haben, du rotzt jetzt nur irgendwas dahin oder ja, du arbeitest nur mit dem, weil du mit ihm Geld verdienen willst. Sobald das ein Kunde merkt, da habt ihr den Kunden auch los. Und das würde ich jedem empfehlen, darauf auch wirklich zu achten. Einfach diese Dienstleister, einfach, ihr möchtet ja, dass euer Kunde glücklich ist. Das ist eigentlich so die Essenz. Ihr müsst immer einfach nur mal denken, ich will meinen Kunden glücklich machen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr, sag ich mal, einen Kunde, der euch weiterempfiehlt, der auch immer wieder kommt und der euch ja auch längere Zeit begleiten wird. Ja. Also man kann auch, wenn man es jetzt so ein bisschen in die spirituelle Richtung drängt, kann man es natürlich auch total simpel sagen, so ist so ein Karma-Ding, ne? Wenn du den Kunden gut behandelst und es auch so die Sachen so ablieferst, wie du es selbst erwarten würdest, dass du deine Arbeit sozusagen bekommst, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen, glaube ich. Genau. Weil im Endeffekt, man kann ja nicht erwarten, schlechte Arbeit zu leisten und dann erwarten, dass andere Leute für einen gute Arbeit leisten. Das ist halt, diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist halt extrem groß, ne? Vor allem in Großstädten so. Und das könnt ihr aber auch, sag ich mal, dieser Karma-Punkt, was Olli gerade meinte, das könnt ihr auch auf die anderen Bereiche natürlich nachher nochmal spielen. Das heißt also auch auf eure Partner. Wenn ihr mit Leuten, mit anderen Dienstleistern zusammenarbeitet, behandelt die im Prinzip so, wie ihr auch behandelt werden wollt. Als Beispiel, wenn er mir eine Rechnung stellt für einen getanen Job, will ich auch oder schaue ich auch, dass er so schnell wie möglich das Geld kriegt, weil ich ja umgekehrt auch so behandelt werden möchte. Es wird nie so laufen, das kann ich jedem von euch garantieren, dass ihr gerne hinterher springen werdet oder dass es manchmal sehr, sehr lange dauert, dass man auch einen sehr langen Atem braucht. Aber im Endeffekt sollte der andere Dienstleister wiederum oder der Partner, mit dem ihr zusammenarbeitet, der sollte nicht darunter leiden. Und das ist auch noch so als allerletztes ein Punkt, der geht zwar ein bisschen vom Thema weg, aber möchte ich jedem von euch definitiv mit an die Hand geben, dass ihr auch so ehrlich wie möglich mit euren Partnern zusammenarbeitet. Ja. Also ihr müsst jetzt natürlich nicht eurem Geschäftspartner sagen, welche Unterwäsche ihr gerade tragt. Oder also sag ich ja nicht jeden Morgen. Ja? Ja. Kriegst du mal das Messer. Okay, lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben, denn wir haben immer so die Angewohnheit, dass wir in lange Reden gar keinen Sinn abschweifen. Wichtig, also es klingt auch mal so ein bisschen elternmäßig, aber wir wollen euch natürlich ja auch so unsere Erfahrungen mit auf den Weg geben. Papa Olli spricht. Ja, ja, Papa Olli, Onkel Olli. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr eine goldene Mitte findet zwischen Dienstleistertum und Künstlertum, sagt man das so? Ja. Ja. Und wirklich authentisch seid, ehrlich seid und so mit euren Kunden umgeht, wie ihr selbst erwartet, dass jemand mit euch umgeht, glaube ich. Dem habe ich nichts mehr zuzufügen. In diesem Sinne, au revoir. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Beziehungsweise abonniert unseren Kanal. Wenn ihr Fragen habt,
oder mehr auf unseren geistigen Ergüsse steht, dann stellt uns Fragen in den Kommentaren und wir machen euch gerne ein Video dazu. So sieht's aus.